Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um ein sehr persönliches Thema von mir. Es ist auch ein, ich glaube, wirklich tiefes Thema und obwohl es sehr persönlich mich betrifft, hat es, glaube ich, dennoch allgemeine Bedeutung für tatsächlich alle Menschen, möchte ich behaupten. Es könnte wirklich sehr albern erscheinen und deswegen mache ich mir tatsächlich etwas Sorgen, aber ich ziehe es jetzt trotzdem mal von der Seite auf, wie es halt einfach für mich da ist. Ich bin ja wirklich, wie soll man sagen, in dem Sinne mediensüchtig, dass ich mir so ziemlich jeden Film und jede Serie reinziehe, die mich nicht völlig abstößt. Also ich schaue mir unglaublich viel an, zu allem, wozu ich zeitlich irgendwie komme. Und ich hatte vor kurzem ein Erlebnis, ich lasse mal ganz bewusst offen, was es ist, eine Serie, die ich geschaut habe, wo eine Gestalt drin vorkommt, der ich mich äußerlich wiedererkennen konnte, also irgendwie so als Typ, aber in älter. Und das hat mich sehr berührt, auf eine gewisse Weise, also auf sozusagen in einer Serie einen Menschen zu sehen, mit dem ich mich so ganz äußerlich ziemlich identifizieren kann, so nach der Devise in, was weiß ich, 10, 15, 20 Jahren, das könntest du selber sein. Und das ist auch kein großes Rätsel, wo das her bei mir kommt. Ich habe ja so eine bisschen merkwürdige Geschichte. Ich bin aufgewachsen mit einem irakisch-kurdischen Ziehvater, den ich auch heute noch als meinen Vater erlebe, aber wo ich eben nicht wusste, dass es mein Ziehvater ist. Erst als ich ausgezogen war mit 19, habe ich das erfahren, dass das gar nicht mein leiblicher Vater war, was, wenn man uns jetzt beide nebeneinander sieht, fast ein bisschen albern ist, also weil wir sind so unterschiedliche Typen rein äußerlich. Also das hat eine ganz aufgeladene und auch nicht ganz unkomplexe Geschichte. Trotzdem habe ich weiterhin Sohngefühle ihm gegenüber, weil wir halt alles miteinander durchgemacht haben, was halt Väter und Söhne so miteinander durchmachen. Was mir aber halt dadurch die ganze Kindheit über gefehlt hat, ist praktisch ein Mensch, wo ich mich auch im Außen wiedererkenne, also so ganz unmittelbar. Und das geht also relativ tief bei mir, es hat also große Bedeutung gehabt für mein Leben und auch auf irgendeiner emotionalen Ebene hat es das auch heute, auch wenn da jetzt viele Jahre ins Land gegangen sind und sehr viel Gras über die Sache gewachsen ist, auf irgendeiner Ebene ist das noch da und führt dann im Effekt dazu, dass ich also, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie so typmäßig mir ähnlich ist, auch, ich sag's jetzt mal einfach so, genetisch, wie auch immer man das, also sehr, sehr äußerlich, weil ja Gene sich nicht nur aufs Äußere beziehen, viele genetische Ähnlichkeiten sind eben gerade unsichtbar, das muss man auch immer dazu sagen, das vergisst man oft, also es können auch Menschen, die sehr unähnlich aussehen, hochgradige genetische Ähnlichkeiten haben, weil eben nicht alle genetischen Ähnlichkeiten sich halt auch äußerlich ausprägen oder unmittelbar wahrnehmbar sind. In dem Fall ist es aber so, es macht tatsächlich was mit mir, also auch ein, wie soll man sagen, ein erleichternder, oder ich habe mir Probleme, Worte dafür zu finden, ein erleichternder Effekt, irgendwie ein wohltuender Effekt, jemanden im Außen zu sehen, mit dem man sich ganz unmittelbar äußerlich identifizieren kann, typmäßig. Und von dieser Erfahrung her kann ich, glaube ich, zumindest minimal, so ansatzweise, anklangweise verstehen, wie es wohl Menschen geht, die also sich als Typ auch einfach generell medial, also in Filmen, in Serien oder in der Öffentlichkeit nicht gut repräsentiert finden, also die entweder Menschen, die äußerlich so aussehen wie sie selber, immer nur in ganz bestimmten Rollen wiederfinden, in ganz bestimmten Auftreten, in einem bestimmten Outfit oder so, in einem bestimmten Set von Verhaltensweisen oder auch gar nicht, weil da einfach irgendwas fehlt. Es gibt wohl irgendwie so ein Bedürfnis bei uns Menschen, im Außen uns wiederzuerkennen. Und das gibt es meines Erachtens auch noch viel stärker innerlich, also sozusagen im Außen anderen Menschen zu begegnen, die, sagen wir mal, ähnliche Werte, ähnliche Haltungen, ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen, also die, was sich halt vielleicht etwas mehr auf unsere Psyche bezieht und etwas weniger auf unser Äußerliches, wie sehe ich aus, wie ist mein Körper, wie bewege ich mich, wobei auch Bewegung ist was sehr Seelisches, wie fuchtelt man so rum wie ich oder bewegt man sich zum Beispiel ruhiger, redet man in so einem Staccato, wie ich das mache, oder hat man ein bisschen andere Art, mit Sprache umzugehen? Das ist ja äußerlich und innerlich zugleich. Also dieses äußerlich-innerlich sehe ich auch schon seit vielen Jahren mit etwa einer gewissen Skepsis, ob das so klug ist, das so zu unterscheiden. Aber sagen wir so, manche Dinge sind halt sehr unmittelbarer wahrnehmbar und manche sind halt etwas subtiler oder indirekter, aber drücken sich natürlich auch irgendwie äußerlich aus. Wenn sie sich nicht äußerlich ausdrücken können, wir sie nicht wahrnehmen. Und also ich glaube, es gibt ein universales Bedürfnis nach menschlicher Wiedererkennung, also etwas von sich selber im Außen wiederzuerkennen.
Und wenn sich das also auf wahrnehmungstechnisch sehr gut oder leicht erkennbare Sachen bezieht, also was weiß ich nehme jetzt irgendwas, die Brille oder die Frisur oder die Größe, also ich bin ja zum Beispiel so ein Schlacks, dann macht das was mit uns. Und ich würde das gern so ausdrücken wollen, es hat was tatsächlich mit Gehaltenheit zu tun, also sich gehalten fühlen von der Welt, sich angenommen fühlen von der Welt, irgendwie so das Gefühl, ja, tatsächlich, vielleicht so pathetisch. Ich habe ein Recht, da zu sein, oder es ist gut, dass ich da bin. Oder es ist in Ordnung, dass ich da bin, vielleicht auch. Oder es gibt sowas wie mich auch noch im Außen. Es hat auch so was Entlastendes, also von dieser Hyperindividualisierung im Sinne von, jeder Mensch ist total einzigartig, was natürlich auf einer anderen Ebene natürlich stimmt und auch wunderschön ist. Aber wenn wir alle nur einzigartig wären, wären wir auch so, man sagt manchmal, erratisch. Also wir würden wie so ein Einzelwesen in der Landschaft stehen, ohne Verbindung zum Außen, weil halt unsere Verbindungen schon auch viel über Ähnlichkeiten laufen, also über Andocken können, über Resonanz und so. Und das hat immer auch ein Stück weit tatsächlich was mit Ähnlichkeit zu tun. Also ganz unähnliche Dinge können halt schlecht miteinander in Kontakt oder in Resonanz treten. Und insofern, wenn wir uns im Außen wiedererkennen, egal ob es jetzt subtile Verhaltensweisen sind oder ob es sehr äußerliche Dinge sind, wie was weiß ich, die Nasenform, die Mundform, die Körper, wie der Körper aussieht und so weiter, oder wie sich jemand kleidet vielleicht auch, dann gibt es uns da so ein Gefühl, dass tatsächlich unsere Welt in Ordnung ist, dass wir in Ordnung sind, und wenn das eben fehlt, fehlt uns da auf der Ebene auch irgendwas. Und insofern wage ich es gar nicht mehr auszudenken, wie es zum Beispiel lange gewesen sein muss, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, eine dunklere oder sehr viel dunklere Hautfarbe hat, aber drumherum sind zum Beispiel alle Menschen weiß, ja, oder sehr hellhäutig oder umgekehrt, ja. Keine Ahnung, da spielen halt Machtphänomene auch eine große Rolle. Wer hat die Macht? Also wenn ich alleine, was weiß ich, nehme jetzt irgendein Land, in Kenia lebe, ich bin der einzige Weiße. Oder in China könnte man das jetzt auch gerade nehmen. Ja, ich gehe nach China, es laufen nicht ganz so viele Europäer rum, weil in der Gegend, wo ich bin, bin ich vielleicht der Einzige. Und bin auch nicht in der Machtposition, also bin nicht der, der da das Sagen hat, weil ich irgendwas bin. Also, ich glaube, auf die Dauer zehrt das ganz schön an der Seele. Das macht was mit uns, wenn im Außen so die selbstverständlichen Spiegelbilder fehlen. Und wenn man das eben auch aufs Innenleben oder Verhaltensleben, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, bezieht, wenn wir also zum Beispiel eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen und niemand sonst im Außen verhält sich auch nur ansatzweise so, wie wir uns verhalten. Ich glaube einfach, wir sind soziale Wesen. Also, das ist schon auf die Dauer recht schwer durchzuhalten. Man kriegt natürlich dann, weil man was Ungewöhnliches tut, auch sehr viel Aufmerksamkeit. Das ist schon auch irgendwie schön. Aber es gibt auch eine Sehnsucht nach Normalisierung, nach Normalität. Normalität eben im Sinne von, ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht der Einzige, der das macht. Wir suchen halt in Bestätigung, nach Bestätigung im Außen. Und ich glaube, es ist einfach menschlich, das zu tun. Wir können nicht ohne sein, oder wir können ohne sein, aber wir zahlen dafür irgendeinen Preis, irgendwas, was schwierig ist, was anstrengend ist, was vielleicht auch mit Vertrauen zu tun hat, dann am Ende. So, wie viel Selbstvertrauen, wie viel Weltvertrauen, wie viel Menschenvertrauen kann ich aufbauen, wenn ich mich so gar nicht im Außen wiedererkennen kann oder wiederfinden kann. Also in der Philosophie spricht man manchmal, hoffe ich, kriege ich es noch hin, Metempsychose, Mimesis, also diese Wiedererkennungstheorie, da geht es dann eigentlich um die platonische Ideenlehre, aber man könnte das auch psychologisieren und übertragen und sagen, also Wiedererkennung ist ein zentrales Moment unserer Psyche, und sich selbst im Außen wiederzuerkennen, in irgendeiner Form, sei es durch Verhalten, sei es durch Äußerlichkeiten, ist ein menschliches Grundbedürfnis, würde ich sogar behaupten, das halt mehr oder weniger erfüllt sein kann. Also was weiß ich, ich nehme jetzt irgendwas, ich mache eine Sportart und für die brenne ich, die liebe ich, und sehr viele Menschen um mich herum machen diese Sportart auch, zum Beispiel. Oder ich liebe ein Buch und die meisten Menschen um mich herum lieben dieses Buch auch. Oder ich trage eine bestimmte Frisur und viele andere Menschen tragen diese Frisur auch oder so. Oder ich benutze so ein ko ganz komisches Headset, aber ich bin nicht der Einzige, der das tut und der es auch hier oben trägt, statt halt, wie es sein sollte, hier unten, wo es halt mit diesem Headset immer Probleme gibt. Deswegen trage ich es hier oben, aber es funktioniert halt für mich gut. Ein anderes möchte ich mir gerade nicht leisten.
wenn ich jetzt andere Menschen sehen würde, die diese komische Praxis auch machen, würde ich mich, glaube ich, erleichtert fühlen. Ja, es belastet mich nicht wirklich, aber es wäre schon schön, ja. Oder so einen komischen, mit so einem komischen Schal im Video oder so komisch auf so einer komischen Couch zu sitzen oder also wenn man halt nicht der Einzige ist, der was tut, dann das ist schon auch angenehm. Häufig sagen wir es ja umgekehrt. Also nach der Devise, zwei Menschen kaufen sich, keine Ahnung, ein neues Kleidungsstück, gehen auf eine Party und der andere hat genau das Gleiche an, was man selber anhat. Ist irgendwie komisch, ja, oder weiß ich nicht. Darüber reden wir ja mehr. Oder alle haben die gleiche Brille auf oder alle haben die gleiche Frisur und das ist irgendwie unangenehm. Alle fahren das gleiche Auto. Also diese, so, ich will was Besonderes sein. Ich weiß aber nicht, ob es so wahnsinnig toll ist, was wahnsinnig Besonderes zu sein, so auf die Dauer. Weil es eben dieses Bedürfnis nach sich im Außen wiedererkennen gibt. Und wenn das zu wenig erfüllt wird, dann glaube ich, geht es Menschen nicht so richtig gut, ist meine Vermutung, aus meinen eigenen Erfahrungen heraus. Also, wie gesagt, es kann so ein bisschen albern kommen, dass das sich an sowas wie einem Film und einer Filmfigur festmacht, aber es ist eine reale emotionale Reaktion gewesen bei mir. Also es war wahrnehmbar, dass da was in mir passiert ist, dass das was mit mir gemacht hat. So ganz unmittelbar. Ich habe nicht dran gedacht. Es hat mich also mehr so getroffen oder so aus dem Nichts kam der Gedanke von relativ, würde ich behaupten, tief innen. Also starke Gefühle waren damit angekoppelt. Und es war ein angenehmes Gefühl. Es war ein angenehmes Gefühl, sich im Außen wiederzuerkennen, in irgendeiner Form. Also einfach so ein ähnlicher Typ im Außen. Und dann vielleicht auch noch nicht vollkommen unsympathisch dargestellt oder was vollkommen schreckliche Dinge tuend. Ja, also ich glaube noch nicht mal, dass das Bedürfnis ist, dass der, zumindest ist es in dem Fall nicht so bei mir, dass es jetzt ein großer Held sein muss oder so, jemand, der was ganz Außergewöhnliches tut, sondern einfach nur, der ist so da und ist so ganz okay. Das reicht schon völlig aus, um einen da zu beruhigen, also in dem Fall, um mich da zu beruhigen oder mir ein gutes Gefühl zu machen. Ja. Also wie gesagt, sehr persönlich ist vielleicht eben auch gar nicht so verallgemeinerungsfähig oder eben doch total verallgemeinerungsfähig. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so wirklich so wahnsinnig tiefe Gedanken sind, wie ich sie angekündigt habe. Keine Ahnung. Müsst ihr entscheiden. Ja, ich dachte, ich teile das mal. Wie immer. So, lasst es euch gut gehen und genau. Und ihr könnt mich beruhigen, indem ihr auch so komische Videos macht, indem ihr nicht meine Videos guckt, sondern macht eigene Videos, in denen ihr so offen, wie euch gerade der Schnabel gewachsen ist, euch outet mit allem Möglichen und euch dem aussetzt, vielleicht auch gute Selbstsorge macht. Man sollte vielleicht nicht alles teilen, also Dinge nicht teilen, mit denen man sich wirklich richtig unwohl fühlt oder wo man dann mit massiven Angriffen rechnet, beziehungsweise außer ihr seid sehr viel mutigere Menschen als ich, dann sei euch das gegönnt, ich beneide euch. Aber ich glaube, ich würde mich wohlfühlen, wenn viele Leute, die hier zugucken, einfach ihr eigenes Ding machen. Also weniger von mir gucken, mehr selber rausposaunen und auch auf die Gefahr hin, dass das niemand guckt. Also scheißegal, ja. Habt ihr halt einen Viewer und das ist euer großer Fan, eure große Fanine. Das wunderbar. Also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es da viel braucht. Also ich freue mich über jeden Einzelnen, der das anguckt. Ja, so, und bin immer ein bisschen mit Unbehagen, wenn Videos von zu vielen Menschen geguckt haben. Das wird mir dann zu viel, weil ich mir immer denke, ich kenne die Leute ja gar nicht. Wer weiß, was die sich denken, ja? Stehen keinerlei Beziehungen zu denen. Das ist so challenging für mich, ja? Also irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, zu denen ich keine Beziehung stehe, wo ich nicht Dinge gerade rücken kann, Dinge nicht berichtigen kann, nicht in Resonanz gehen kann, nicht in Beziehung gehen kann, weil es einfach zu viele sind, sehen das und das ist ja, wenn man doch auch nicht ganz unpersönliche Dinge teilt, auch durchaus erschreckend oder angstmachend. Ja. Ich mache es halt trotzdem, weil es mir gut tut und weil bisher negative Reaktionen weitgehend ausgeblieben sind. Also die ganz schrecklichen, die man immer befürchtet, sind bisher nicht aufgetreten. Was ich mache, wenn das das erste Mal passiert, über kurz oder lang wird das ja recht sicher passieren, weiß ich nicht. Vielleicht stampfe ich dann alles ein, wahrscheinlich. Ja, also nehme ich den ganzen Kanal runter, alle Videos oder lösche mich, wie es so schön heißt, oder mach einfach keine neuen Videos. Ich weiß es nicht, was ich dann tun werde. Das werde ich dann sehen, wenn es passiert. Keine Ahnung, oft reagiert man ja auch ganz anders, als man denkt. Trotzdem, also sagen wir so, aus reinem Wohlempfinden, ich würde mich wohlfühlen, wenn mehr Dinge sei schon. Wenn mehr Menschen auch einfach erzählen, was Sache ist. Völlig ungeplant, völlig weitgehend unzensiert, relativ erschreckend offen. Wie es ihnen geht, wie ihre Gefühle sind, wie sie die Dinge erleben, wie sie Dinge empfinden. Weil ich glaube, so eine Gesellschaft, in der wir relativ offen miteinander sind
uns relativ wenig verstellen, uns relativ wenig verstecken, an dem wir so, wie es so schön heißt, das tolle Buzzword, authentisch sind. Das würde uns allen gut tun, weil wir dann genauer wüssten, wo wir alle stehen. Also wie es Leuten wirklich geht, wie Menschen Dinge wirklich empfinden. Und das wüsste ich tatsächlich doch ganz gern von ein paar Menschen mehr. Und ich habe den Eindruck, viele Menschen haben Angst davor und wahrscheinlich aus Gründen, also berechtigte Angst davor, zu teilen, unmittelbar zu teilen, was sie wirklich bewegt. Ja, also unzensiert und unstrategisch, mit offenem Visier oder sogar abgelegtem Helm. Das, meiner Wahrnehmung nach, machen das nicht ganz so viele Menschen. Es nimmt zu, nach meiner Wahrnehmung nimmt es zu, aber ich könnte da noch eine höhere Dosis von vertragen. Das würde mich beruhigen, würde mir gut tun, aber natürlich ist das halt leeres Gerede, weil das Risiko trage ja nicht ich von meinem Wunsch, sondern tragen diese Menschen, die das tun. Das ist wie bei dieser alten Geschichte mit, wann outet sich der erste aktive Profifußballer, dass er schwul ist oder keine Ahnung was, Transgender ist oder irgendwas ist, ja, was halt in dieser Fußballwelt immer noch so anscheinend irgendwie Schwierigkeiten macht. Und nicht erst nach der Karriere wie Thomas Hitzlsperger. Also das Problem ist halt, der das macht, kriegt's halt ab, im Guten wie im Schlechten. Und es hat halt Gründe, dass das halt, ich glaube, bisher hat es noch niemand gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es noch alles mitkriege. Vielleicht hat es auch jetzt schon jemand gemacht, nur es ist an mir vorbeigegangen. Ja, das hat halt Gründe, warum Leute das nicht tun oder es dann erst machen, wenn die Profikarriere vorbei ist. Ich wünsche mir so eine offenere Welt, weil ich glaube, es ist eine tatsächlich bessere Welt für uns alle. Aber vielleicht täusche ich mich auch da. Vielleicht ist dieses Versteckspiel, diese ganze Contenance, dieser ganze schöne Schein existiert aus guten Gründen. Das werden wir erst dann sehen, wenn wir es ausprobiert haben. Also wenn wir alle gemeinsam mutiger geworden sind, Dinge miteinander zu teilen und eben auch unverstellt zu teilen. Dinge, die nicht gut aussehen, Dinge, die undurchdacht sind. Ja, vielleicht auch diese Fuck-Up-Nights haben vielleicht auch einen Beitrag, wo die Leute von Misserfolgen erzählen. Weiß ich nicht. Ich weiß es, wie gesagt, ich weiß da ganz viel nicht. Vieles kann man wahrscheinlich erst wissen, wenn man es ausprobiert. Ja, und das Ausprobieren ist immer mit Risiken verbunden. Ich meine, das ist das wahre Leben. Ja, du machst Dinge und dann passieren Dinge. Und dann weißt du es. Oder auch nicht. Mama bringt auch das Ausprobieren keine echte Erkenntnis, weil die Kopplung zu uneindeutig ist. Weil es immer nur auch eine Zufall sein kann, eine zufällige Korrelation. Und du weißt gar nichts. Ja, und du kannst eben auch nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Ja, also praktisch, da du nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen kannst, weißt du nicht, was passiert wäre damals, wenn du das Gleiche gemacht hättest oder wenn du das Gleiche wieder tust, ist es nicht das Gleiche und so weiter. Es ist also ein sehr schwieriges Thema mit diesem Dinge teilen. Wie gesagt, also ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ich teile ja doch nicht ganz wenig auf diesem Kanal von meinem persönlichen Leben und wie es mir geht und wie ich Dinge erlebe und fühle und sehe. Bisher ist es mir noch nicht grob auf die Füße gefallen. Ich bin ganz erstaunt. Ja, und das ist jetzt schon das irgendwie tausendste Video oder so, was ich mache. Da ist ja doch einiges an Mist dabei. Unvermeidlicherweise. So, ich lasse es mal gut sein. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's gut. Und ja, mein Wunsch ist, dass wir gemeinsam ein gutes Leben haben. Jeder einzelne von uns tatsächlich, ohne Ausnahme. Und meine naive Annahme ist, dass das möglich ist. Dass wir nicht wirklich in Konkurrenz zueinander stehen. Also, dass mein Wohlergehen nicht das Schlechtergehen anderer automatisch zur Folge hat und dass das Wohlergehen anderer nicht automatisch mein Schlechtergehen zur Folge hat. Dass wir nicht in einer Welt voller unvermeidlicher und notwendiger Trade-offs leben, voller unvermeidlicher Kämpfe und Konkurrenz und wenn die Wippe am einen Ende hochgeht, geht sie am anderen Ende runter, das einen Glück, das andere Leid, dass das nicht die Welt ist, in der wir leben müssen, sondern dass sie sich tatsächlich in eine Welt auflösen lässt durch uns selbst, in der wir uns gemeinsam steigern. Also steinig meine ich ganz unleistungstechnisch, ich meine Steigerung im Sinne von Wohlergehenssteigerung, indem es uns gemeinsam besser geht. Ich glaube, dass das möglich ist. So naiv bin ich. Ja. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig gut tun können, ohne uns schlecht zu tun. Dass das möglich ist. Dass das im Rahmen des realistisch Menschenmöglichen steht. Jo, so komisches Zeug, glaube ich. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortienda.